Frau ist Liebe. Liebe Sonne, lacht doch wieder, mach doch fröhlich meinen Sinn. Schau auf unsere Welt hernieder, weil ich sonst so traurig bin. Liebe Sonne, lacht doch wieder, alle warten ja auf dich. Dann erklingen frohe Lieder, liebe Sonne, schein für mich. Und bist du mal ganz bös mit mir, nehm ich deine Hände und sag zärtlich zu dir. Liebe Sonne, lach doch wieder, mach doch fröhlich meinen Sinn. Schau auf unsere Welt hernieder, weil ich sonst so traurig bin. Liebe Sonne, lach doch wieder, alle warten ja auf dich. Dann erklingen frohe Lieder, liebe Sonne, schein für mich. Und bist du einst nicht mehr bei mir, sag ich nur ganz leise, krank, als wärst du noch hier. Liebe Sonne, lach doch wieder, mach doch fröhlich meinen Sinn. Schau auf unsere Welt hernieder, weil ich sonst so traurig bin. Liebe Sonne, lach doch wieder, alle warten ja auf dich. Dann erklingen frohe Lieder, liebe Sonne, schein für mich. Liebe Sonne, schein für mich. Ach, Heintje, kannst du nicht wenigstens am frühen Morgen deine Stimmbänder etwas auf Zimmerlautstärke einstellen? Tut mir leid, Tante Monika. Ich habe vergessen, dass du jetzt immer eine Stunde länger schläfst. Das vergisst du leider jeden Morgen. Seitdem ich mit Herrn Schelle zusammenarbeite, da hört der Tag für mich ein paar Stunden später auf. Ich nehme jetzt ab. Vergiss den Schlüssel nicht und häng ihn dir um. Immer umhängen, wie eine Hundemarke. Sind denn keine Mohrrüben mehr da? Also, was du in letzter Zeit an Mohrrüben verdrückst. Ich mache eine Rübenkur. Hier, komm. Kauf dir welche. Danke. Tschüss, Tante Monika. Tschüss. Schick unsere neue Kundin. Von mir aus. Wollen Sie sie nicht kennenlernen? Nein, frühstücke. So, ich dachte, es wäre Ihre Kragenweite. Überlass das mir. Was? Das Denken. Na bitte, wie Sie denken. Du, wer ist denn das? Na, Sie. Wer? Ihre Kragenweite. Oh, guten Morgen, Rudi. Guten Morgen, mein Fräulein. Komm, Lovers. So. Das ist aber ein schönes Pferd. Ja, das ist Hector, der gehört Herrn Teichmann. Aha, sehr schön. Darf ich mich vorstellen? Alfred Teichmann. Gut, dass ich Sie kennenlerne. Gerdi Weber. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Was ist eigentlich mit dem Apfelschimmel? Ist der zu mieten? Leider nicht. Privatpferd. Ist da gar nichts zu machen? Vielleicht. Warum soll es denn ausgerechnet Hector sein? Sie können doch alle anderen Pferde haben. Er gefällt mir eben. Ja, das ist ein Grund. Mir geht's nämlich wie Ihnen. Wenn mir etwas gefällt, will ich es auch unbedingt haben. Und kriegen Sie es auch? Ja, meistens. Glückspilz. Na, Hector? Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Mohrrüben. Die magst du doch so gerne. Du bist ja schon wieder da, du Lümmel. Du bringst unseren ganzen Futterfahrplan durcheinander mit deinen Mohrrüben. Vom Mohrrüben ist noch kein Pferd krank geworden, nicht, Hector? Ach, davon verstehst du nichts. Und jetzt schwer ab. Und wenn du dich hier noch mal blicken lässt, dann knallt's. Überhaupt, wieso bist du nicht in der Schule? Wir haben heute frei. Ah, und das soll ich dir abnehmen? Ich glaube, ich muss mal mit deinen Eltern sprechen. Wollen Sie die Adresse wissen? Nordfriedhof, dritte Reihe, Grab Nummer 74.
Also, Monika, wie lange dauert's denn noch? Wir müssen doch los. Ich weiß ja auch nicht, wo der Junge heute bleibt. Sonst ist er immer Punkt eins zu Hause. Ja, jetzt ist es gleich 13:30. Weißt du, was eine halbe Stunde Verspätung bedeutet? Ein nicht verkauftes Kleid. Ja, aber... Also, der Junge muss in ein Heim. Da geht's ihm auch viel besser. Da hat er Kameraden... In ein Heim? Wie ein richtiges Waisenkind? So ein Junge braucht doch jemand, der sich um ihn kümmert. Ach. Und ich hab's meiner Schwester versprochen, für ihn zu sorgen. Ja, sag mal, was willst du eigentlich? Du könntest doch vielleicht einen Laden aufmachen mit deinen Pariser Modellen. Das ist ja Quatsch. Das ist doch gerade der Witz, dass wir mit den Fummeln über die Dörfer ziehen. Eine Modenschau auf dem Land, das ist eine Sache. Du hast doch gesehen, wie das zieht, wenn du die Modelle da vorführst. 12 Kleider haben wir gestern verkauft. Und die meisten davon muss ich jetzt noch ändern. Naja, Arbeit ist natürlich dabei. Also, ich gehe jetzt. Komm gleich nach. Naja, ich beeile mich. Viehzeug. Weg! Tag, Tante Moni. Endlich kommst du, Junge. Du weißt doch, dass ich es eilig habe. Entschuldige bitte. Deine Bratkartoffeln werden jetzt sicher kalt sein. Macht nichts. Du, Tante Moni. Ja? Kannst du nicht wieder im Büro arbeiten? Das war viel schöner. Ja, mein Junge, für dich. Aber für mich nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr verdiene. Na ja, aber den neuen Chef von dir, den Herrn Scheller, den mag ich nicht. Aber Heintje, wie kannst du denn sowas sagen? Du kennst ihn doch kaum. Ich meine ja bloß. Also dann, mach's gut, mein Schatz. Hm? Tante Moni? Ja? Ich weiß schon, was ich werden will. Was denn? Jockey. Ist das ein Beruf? Ja, da kann man sehr viel Geld mit verdienen. Darüber reden wir später noch mal, ja? Und vergiss nicht abzuschließen, wenn du schlafen gehst. Mhm. Ekelhaft. Schweinerei. Was ist denn das? So was Blödes. Eine Taubendreck. Da hat irgend so ein Idiot Futter auf meinen Wagen gestreut. Das kriegen wir so nicht ab. Dazu brauchen wir Wasser. Verdammter Mist. Immer, wenn man es eilig hat. Wie bist du denn hier raufgekommen? Über die Treppe. Ist aber komisch, dass ich dich nicht gesehen habe. Hast du dich vielleicht versteckt vor mir? Warum soll er sich denn vor dir verstecken, Günther? Wetten, dass er mir das Futter aufs Dach gestreut hat? Auf so eine Idee kommt auch nur der, stimmt's? Sie haben gewonnen. Na bitte. Heintje, musst du denn immer solchen Unfug machen? Da hast du es ja wieder. Wenn ich in 5 Minuten der Wagen sauber ist, dann knallt's, verstanden? Also los, runter mit dir. Bitte, Günther. Raus. Ich muss heute noch in die Stadt. Sie arbeitet als Kosmetikerin im Schönheitssalon Apollo in der Rubenstraße. Wer? Na, Gerti Weber, die suchen Sie doch, nicht? So ein Quatsch. Für Herrn Montag, Mittwoch und Freitag. Du glaubst doch nicht, dass ich in einen Schönheitssalon gehe. Ich bin doch kein Idiot. Hm. Ja, sehr schön. Na, nicht kneifen, immer weitermachen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, das hatte ich mir auch anders vorgestellt mit Ihnen. Ich dachte, wir könnten uns mal ein bisschen nett unterhalten. Warum nicht später? Jetzt legen wir uns erstmal brav hier hin. Oh ja, mit Vergnügen. So? Ja, ja, hier vielleicht. Ja. Nein, 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 nicht hier. Dorthin. So, dorthin. Hier? Was ist das? Umdrehen. Rum, rum. Und raufsetzen. So. Runter, Bauch rein. So. In einer halben Stunde komme ich wieder. Na? Kommt! Los, wir lassen die Pferde aus den Boxen. So, prima. Wild, ein Mustang auf der Prärie. Oh ja. Ah!
wahr, Hector? Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Hector, komm. Brav. Wer hat die Boxen aufgemacht? Rudi, wer hat die Boxen aufgemacht? Ui, ui. Ja, was ist denn, wo war's denn, Herr Hector? Los, bring Hector rein. Ja. Und nun zu uns. Warum hast du die Tiere rausgelassen? Das war ich nicht. Wer denn? Das sage ich nicht. Warum nicht? Weil ich keine Petze bin. Habe ich dir nicht gesagt, wenn ich dich nochmal hier erwische, dann knallt's. Ja. So, und seine Versprechen muss man halten, nicht wahr? Ich habe noch nie ein Kind geschlagen. Aber bei dir geht's nicht anders. Hoffentlich reicht's. Und jetzt hau ab und lass dich nie wieder herblicken. Wie konnte das bloß passieren? Du hast natürlich wieder gepennt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe geträumt. Und es war ein schrecklicher Traum. So? Was hast du denn geträumt? Ich habe geträumt, du und die Brigitte Bardot, ihr beide habt um mich gekämpft. Na und, was ist denn daran so schrecklich? Du hast gewonnen. Du, da kommt er. Na, dann kann's losgehen. Halt! Du hast uns verpfiffen, gib's zu! Nein! Du Feigling, jetzt sag wenigstens die Wahrheit oder wir nehmen dich auseinander. Ihr seid Feiglinge, ihr seid abgehauen! Was, wir Feiglinge? Los! Wir werden es zeigen. Runter mit ihm! Los! Los! Vier gegen einen! Das ist doch die Höhe! Ihr seid vielleicht Helden! Warum haben sie dich verhauen? Weil sie dachten, ich hätte sie verpfiffen. Ah, das waren also deine Kumpels. Was schöne Freunde hast du. Warum haben sie mir geholfen? Weil mich sowas stört. Vier gegen einen. Also. Na los, komm mit. Ha, komm, komm. Steig ein. Danke. Wie heißt du eigentlich? Heintje Gruber. Heintje, bist du Holländer? Mein Vater hat auf dem Gestüt in Holland gearbeitet. Ah, deswegen bist du so pferdeverrückt. Mhm, ich kann auch reiten. Holland, schönes Land, gutes Essen. Ich esse nicht viel, ich will Jockey werden. Das wollte ich auch mal. Dann wurde ich immer größer und immer dicker und dann war der Traum aus. So, ich bin da. Nun geh nach Hause und wasch dich. Oder willst du ein Eis? Ja, gern. Na, komm mit. Guten Tag, Alfred. Suchst du einen Platz? Hanna, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. So eine Überraschung. Geht man in eine Kneipe, denkt nichts Böses und wen trifft man? Eine alte Freundin. Ich will dir den Appetit nicht verderben. Ich gehe gleich. Bitte zahlen. Nicht doch, bleib doch um Gottes Willen auch einen Moment. Willst du noch was trinken mit mir? Nein, danke. Ich muss ins Amt. Immer noch bei der Fürsorge? War ich nie. Jugendamt. Ist auch nicht lustiger. Mensch, Hanna, ich verstehe bis heute nicht, warum das mit uns damals auseinandergegangen ist. Wirst du denn nie begreifen, dass eine Frau bei dir nicht bloß die Nummer 31 sein will? Du übertreibst wie immer. Ach, lassen wir das. War nett, dich mal wiederzusehen. Herr Heintje, wo warst du denn so lange? Woher kennen Sie denn die? Was geht dich das an? Die ist doch vom Jugendamt. Die schnüffelt überall herum. Bitte schön, die Herrschaften. Zwei Eis, mit Sahne. Für mich ohne. Ich darf nicht dicker werden. Wenn ich bloß wüsste, wo der Junge immer steckt. In den letzten 14 Tagen sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Da gibt's wenigstens keinen Ärger. Aber ich muss doch auf ihn aufpassen. Ich bin für ihn verantwortlich. Na, wo wird er schon sein? Er wird sich wieder mit anderen Rotzlöffeln auf der Straße rumtreiben.
Der Ausschuss ist fertig. Moment, ich komme. So. Danke. Prost. Prost. So, geh mal her. Die letzten 14 Tage waren einfach klasse. Ich durfte jeden Tag bei meinem Onkel reiten. Onkel, ich bin doch nicht dein Onkel. Ich kann doch nicht Herr Deichmann schreiben. Nein, schreib bei meinem großen Bruder, ne? Oder schreib bei Alfred, ne? Aber dein Onkel bin ich nicht. Das Wort Onkel kann ich nicht leiden. Na gut, dann schreibe ich bei Alfred. Na, meinetwegen. Und du schreibst es rein. Alfred, lass das Band noch mal laufen. Ja, wieso? Das ist mein Lieblingslied. Ja, was heißt dein Lieblingslied? Du sollst den Aufsatz ins Reine schreiben. Mach schon, spul das Ding zurück. Hat dir das beigebracht? Niemand. Du bist ja ein Talent, du. Na ja. Du, warte mal. Das nehmen wir auf. Ach, Tonband? Na klar, aber pass auf, dass du richtig einsetzt. Moment. Moment, Moment. Vorhand, links um, Marsch. Arbeitstempo, Galopp, Marsch. Ja? Ja.
Paddy. Du kommst doch so früh. Grüß gut. Wir waren um 5 verabredet und jetzt ist es 6. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, leider. Aber du kannst ja noch weiterspielen. Ich warte inzwischen. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Heike! Schluss für heute! Bring Hector in den Stall und verkrübel dich! Ja! Tschüss! Komm, ich mach mich schnell landfallen und dann veranstalten wir noch was Tolles. Einverstanden? Sag mal, wer ist eigentlich der Junge? Gehört er zu dir? Ach, du glaubst nur, das ist ein Ableger von mir? Nee. Und warum hockt er dann hier immer so herum? Ah, er ist ein armes Würstchen, er hat keine Eltern mehr. Ach, und deshalb musst du mit ihm Zirkus spielen? Ja, Süße. Ich spiele eben gern. Noch böse? Mal überlegen. Kann ich was tun, um auf den letzten Rest von Ärger noch zu verscheuchen? Leicht. Nämlich? Du könntest zum Beispiel versprechen, mehr Zeit für mich zu haben. Wie wär's, wenn du mit mir spielen würdest? Versprochen. Meine freie Zeit gehört nur noch dir. Und weißt du was? Mhm. Das probieren wir gleich mal richtig aus. Du weißt ja, dass ich nächste Woche Urlaub machen will. Mhm. Und da fährst du mit. Fein. Und wohin? Ja, wohin du willst. Die ganze Welt steht uns offen. Okay, dann fahren wir nach Saint-Tropez. Da wollte ich schon lange hin. Gut, abgemacht. Auf nach Saint-Tropez. Sieh mal da. Ich werd verrückt. Dein junger Freund höchstpersönlich. Moment mal, das werden wir gleich haben. Was machst du hier mitten in der Nacht? Ich warte. Ja, das tust du immer. Du wartest dein halbes Leben auf mich, aber bisher wenigstens bloß an Tage. Alfred, ich muss noch mal in die Reithalle. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Wahrscheinlich, vorhin beim Reiten. Wo hast du ihn denn gehabt? Hier in der Hosentasche. Die hat ja ein Riesenloch. Warum gehst du nicht nach Hause und klingelst? Ich war ja schon zu Hause, aber meine Tante ist nicht da. Naja, versuchen können wir es ja, aber ich glaube nicht, dass wir ihn finden. Natürlich nicht. Willst du etwa das ganze Sägemehl durch ein Sieb schütten? Wo ist denn deine Tante? Bei Herrn Schelle. Arbeiten. Was, jetzt? Mitten in der Nacht? Sie muss die Kleider ändern, die sie heute verkauft haben. Die sollte dir erst mal deine Hosentasche flicken. Du gehst jetzt hin und sagst deiner Tante, dass du deinen Schlüssel verloren hast. Sie soll dir ihren geben. Herr Schelle wohnt so weit draußen. Da laufe ich bis morgen früh. Also los, dann fahren wir zusammen hin. Na, das wird ja eine lustige Nacht. Ich nehme an, dein Versprechen gilt erst ab morgen, was? Ach, was soll ich denn machen? Wo ist denn die Wohnung? Da unten. Nein, nein, du bleibst drin. Und wartest. Was wollen Sie denn mitten in der Nacht? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Teichmann. Ist Fräulein Clausen bei Ihnen. Was geht das Sie an? Es handelt sich um den Jungen. Um Heintje. Um Heintje? Ja. Um Gottes Willen. Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Hat bloß im Reitstall den Hausschlüssel verloren und nun kann er nicht in die Wohnung. Also mit dem Bengel hat man wirklich nur Ärger. Von morgens bis abends. Ja, wieso? Er ist doch den ganzen Tag bei mir. Wie wollen Sie dann Ärger haben? Weshalb kümmern Sie sich denn um ein fremdes Kind? Fräulein Clausen, geben Sie mir Ihren Schlüssel. Ich bringe ihn dann heim. Ja, Herr Teichmann, wollen Sie nicht bitte hereinkommen? Es ist so nett, wie Sie sich um den Jungen kümmern. Ja, ist schon gut. Aber einer muss es ja tun. Los, komm raus. Ein bisschen schnell. Du bleibst heute da, ja? Wo hast du den Schlüssel gehabt? Hier in der Hosentasche. Ja, und die hat ein Loch. Halten Sie sich da raus, was geht Sie überhaupt die ganze Sache an? Na, hören Sie mal. Komm rein. Also, wo sollst du den Schlüssel tragen? Umgebunden, um Hals. Damit du dir das endlich merkst. Das Bessere ist, fällt dir wohl nicht ein, auf den Jungen zu schlagen. Sie sollen endlich die Kurve kratzen, Mann. Ich höre mir ihr dämliches Gequatsche nicht länger an. Und Sie sollen den Jungen in Ruhe lassen. Gehen Sie nicht zu Ihrer Puppe hinaus. Verschwinden Sie endlich, Mann. Also, zum letzten Mal, der Junge muss in ein Heim. Es geht einfach so nicht weiter. Er gerät in immer schlechtere Gesellschaft und verlottert völlig. Dafür haben Sie ja auch die Aufsichtspflicht, dass Heimche nicht verlottert. Das ist leicht gesagt. Meine Verlobte und ich, wir arbeiten jetzt auswärts, Konkurrenz und so, verstehen Sie? Da können wir uns einfach nicht mehr kümmern um den Jungen. Ja, ich will ja auch nur das Beste für ihn. Jawohl, nämlich seine Ordnung und die hat er nur im Heim. Zum Beispiel gestern ist er erst um Mitternacht nach Hause gekommen, hat sich die halbe Nacht mit seinem arbeitsscheuen Pferdevermieter herumgetrieben, einem gewissen Teichmann. Na, sagen Sie doch selbst, so geht das nicht weiter.
Ich weiß mir wirklich keinen Rat mehr. Ich... Ja. Wenn Sie keine andere Möglichkeit sehen... Nein, ausgeschlossen. Wir gehen am Mittwoch auf eine längere Tour. Bis dahin muss er untergebracht sein. Ich werde mich sofort darum kümmern. Guten Tag. Schönen Dank. Mensch, ist das ein toller Dampfer? Tja, da staunst du, was, mein Lieber? Das ist ein Hotel auf Rädern. Darin schläft am Nordpol genauso gut wie am Äquator. Alle Schikanen. Da drin schlafen, das wäre edel. Na komm, schau ihn dir an. Wenn du das siehst, dann möchtest du überhaupt nie mehr woanders wohnen. Immer rein in die gute Stube. Hey. Ja, hier, zwei Doppelliegen. Da hat eine vierköpfige Familie Platz. Hier die Küche. Abwasch. Elektroherd, Propangas und hier ist ein Kühlschrank. Ist da was drin? Wieso, hast du Hunger? Immer. Nee, ist noch leer. Aber dafür kannst du dich waschen. Guck mal hier. Ah, tritt mal da unten drauf. Funktioniert sogar. Ja, prima, was? Hast du dir die Strecke schon ausgesucht, die du fahren willst? Na klar. Sieh mal. Am ersten Tag geht's zum Bodensee. Hier. Und dann? Ja, am nächsten Morgen haben wir eine Fähre über den See. Wollen wir sehen, wie weit wir kommen. Ich denke, so bis zum Lago Maggiore. Hier. Schön. Bei Locarno, da kenne ich einen duften Campingplatz. Da bleiben wir eine Weile. Fährst du nicht allein? Nein, es fährt noch jemand mit. Schade, dass du mich nicht mitnehmen kannst. Ich krieg doch jetzt Ferien. Mensch, du glaubst doch nicht, dass Herr Schelle das erlauben würde. Du, ich hab noch was. Steh mal auf. Hier. Musik nehmen wir auch mit auf die Reise. Klasse. Klingt gut, was? Was kommen mag, was auch geschieht, stets klingt für dich mein kleines Lied. La la. Tag, Alfred. Ich habe in deinem Büro gehört, dass du mit Heinche hier wärst. Guten Tag. Tag von Schwarz. Richtig. Na, ihr beide kennt euch ja. Hier. Nimm doch Platz. Danke. Ja, ich habe mit Heinche zu reden. Nanu, hat er geerbt? Bist du oft hier bei Herrn Teichmann, Heinche? Ja. Ich darf hier reiten. Und meine Schulaufgaben mache ich auch hier. Ja, wir haben viel Spaß miteinander. Du hast ja gehört eben, das Lied. Das war Heinche. Mhm. Na, was sagst du dazu? Begabt, was? Sehr schön. Ja, willst du noch mehr hören? Nein, danke. Pass mal auf, Heintje, die Sache ist die. Deine Tante kann sich doch jetzt nicht mehr so richtig um dich kümmern, weil sie außerhalb arbeitet. Und da hat sie das Jugendamt gebeten, für dich einen Platz in einem Heim zu suchen. So? Ja, in einem Landschulheim. Es wird dir dort sehr gut gefallen. Du kannst schon die Ferien dort verbringen, da lernst du deine Kameraden gleich kennen. Na, was sagst du dazu? Und nach den Ferien? Gehst du dort zur Schule? Das ist ja bloß, weil Herr Schelle mich nicht haben will. Ach, Unsinn, Heintje. Das bildest du dir nur ein. Die Entscheidung hat das Jugendamt getroffen. Na, typisch bürokratisch. Wann muss ich weg? Übermorgen. Ich fahr dich selber hin. Kann ich in den Stall gehen? Natürlich. Komm, lauf los. Auf Wiedersehen, Heintje. Hanschen. Gibt's denn wirklich gar keinen anderen Weg? Anderen Weg. Der Schelle will den Jungen nicht haben und die Tante tut, was ihr Verlobter will. So geht's doch wirklich nicht weiter. Der Junge liegt auf der Straße. Der liegt nicht auf der Straße, der ist bei mir. Oh, das ist doch nur eine Laune von dir. Erzähl bloß nicht, dass du plötzlich Vatergefühle für ein fremdes Kind entdeckt hast. Dein Lieschen sagte eben, dass du mit dem Wohnwagen nach Saint-Tropez fährst. Wolltest du den Jungen da etwa mitnehmen? Natürlich nicht. Eben. Aber nach den Ferien bin ich ja wieder da. Aber dann ist doch alles ganz anders. Deine Gefühle ändern sich ziemlich oft. Was weißt du von meinen Gefühlen? Ach, wir streiten uns schon wieder wie damals. Entschuldige, ich muss nach dem Jungen sehen. Wiedersehen. Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mama, die schenke mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmel aus Marzipan.
Bahn, die sieht er an, er weint und spricht, solche Pferde wollt ich nicht. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wert. Vergingen viele Jahre und aus dem Knaben ward ein Mann. Da eines Tages vor dem Tore, da hielt ein herrliches Gespann. Vor einer Prunkkalesche standen vier Pferde reich geschmückt und schön. Die holten ihm sein liebes Mütterlein, da fiel ihm seine Jugend ein. Mamachi, schenke mir ein Pferdchen wär mein Paradies. Mamachi, Trauerpferde wollt ich nie. Ha? Heinke? Kann ich nicht bei dir bleiben und bei Hector? Ich fahre ja auch weg, ne? Dann wärst du ganz allein da. Im Heim hast du Kameraden, da kannst du Fußball spielen oder was es sonst noch alles gibt. Ja, wenn ich wiederkomme, dann besuche ich dich. Überhaupt, du kommst doch bald in die Lehre, ne? In 2 Jahren. Na, was sind da schon 2 Jahre? Du bist wohl auch froh, dass du mich los wirst. Ach, du aller Knallkorb. Übermorgen bin ich auch noch da. Dann bring ich dich hin, Fräulein Schwarz. Da sehen wir uns den Laden mal an. Jedenfalls, so ein Landschulheim ist kein Gefängnis. Pass mal auf, in 8 Tagen willst du da überhaupt nicht mehr raus, du. So, dein Koffer ist fertig. Willst du wirklich nichts mehr mitnehmen? Nein. Vielleicht deine Mundharmonika noch? Nein. Ja, dann wollen wir mal. Ja, es tut mir so leid, dass ich sie nicht begleiten kann. Schon recht, Frau Clausen. Es ist doch nur, weil mein Verlobter gleich kommt und wir müssen heute noch 300 Kilometer schaffen. Wahrscheinlich ist es auch besser so. Also, Heintje, verabschiede dich von deiner Tante. Auf Wiedersehen, Tante Monika. Wiedersehen, mein Junge. Und sei nicht traurig, nein? Ich besuche dich so oft ich kann. Mhm. Komm. Ah, da ist ja unser Auswanderer. Tag, Heintje. Na, steig ein. Na los, gib deinem alten Blechesel die Sporen. In Sachen Pferdestärken sind wir nämlich anspruchsvoll. Was? Ja. Ja. Hat sie nicht lange haben wir gebraucht. 2 Stunden. Na los, du komm mal. Gar nicht so übel aus, was? Na, du guck doch mal, Heintje. So, Heintje, verabschiede dich von Herrn Teichmann. Na, was denn? Ich komm noch mit rein. Nein, du wartest hier. Du bist kein Verwandter. Dann sagst du eben, ich wäre vom Jugendamt. Das bist du aber nicht. Komm, Heintje. Mach's gut, Junge. Halt die Ohren steif. Ich schreib dir jede Woche eine Karte, ne? Heintje, warte mal. Hier, für Cola oder so. Alfred, das geht leider nicht. Die Kinder bekommen alle das gleiche Taschengeld. Keiner soll mehr haben als der andere. Das finde ich sehr richtig. Soziale Gerechtigkeit muss sein. Hier. Zu Herrn Direktor Neumann. Bitte. Ja, gehen Sie nur hinein. Danke. Ah, das Fräulein Schwarz. Guten Tag. Guten Tag. Bringt uns unseren neuen Kameraden. Und das ist also der Heinz Gruber. Heintje, Herr Direktor. Er wird Heintje genannt. Also gut, Heintje. Willkommen in unserer fröhlichen Gemeinschaft. Ist das alles? Ja, das sind alle seine Papiere. Du wirst dich wohlfühlen. Wir sind hier wie eine große Familie. Und du kannst mit jeder, aber auch mit jeder Sorge zu mir kommen. Merkt dir das? Ja, Herr Direktor. Sag nicht Direktor. Sag einfach Herr Neumann zu mir. Hm? Frau Becker wird dir jetzt sein Zimmer zeigen und dort kannst du dich einrichten, wie du willst. Es soll dir doch gefallen bei uns. Ja, Herr Neumann. Und immer schön gerade halten. Hm? Na, komm mal mit. Ich bring ihn noch auf.
Ich hätte nie gedacht, dass du dir mal um ein fremdes Kind Sorgen machen würdest. Hätte ich's bloß gelassen, dann wäre mir jetzt nicht so hohl ohne den Rippen. Aber davon verstehst du nichts. Ich wette, du legst dich heute Abend ins Bett und bist mit dir und der Welt zufrieden, weil du wieder mal deine Pflicht getan hast. Hättest du was Besseres gewusst? Nein, aber auf jeden Fall was anderes. Ach, was anderes, das habe ich gern. Du bist noch der gleiche Angeber. Ja, aber mit Herz, wo du ein Gefrierfach hast. Und wenn man das aufmacht, ist nur die Dienstvorschrift drin. Als ob du mich kennst. Ach, ich hab's doch wieder gemerkt. Du bist keine Frau, du bist ein wandelnder Aktenschrank. So, hier hält der Postomnibus. Wenn du Glück hast, kommt er bald. Das ist eine sehr gute Idee. Frohes Büro schaffen. Und Autofahren kannst du auch nicht. So, Jungs, wir singen jetzt ein Lied. Mit Frau Musiker wird jeder Weg kürzer. Und zwar das Wandern ist des Müllers. 3, 4. Das Wandern ist des Müllers los. Das Wandern ist des Müllers. Na, Heinke, du singst ja gar nicht mit. Kennst du das Lied nicht? Nein. Na, dann sing doch einfach la 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 la. Man darf sich nicht aus der Gemeinschaft ausschließen. Mir tut der Fuß weh. Och, nur wir machen gleich Rast und dann ziehst du die Schuhe aus, ja? Vielleicht hast du dir eine Blase gelaufen. Und trotzdem immer schön gerade halten, hm? Na, komm. Das Wandern, das Wandern, das muss ein schlechter Hallo. Hallo. So pünktlich. Fabelhaft siehst du aus. Gefall ich dir? Na, hinreißen. Ja? Ja, so. Und nun komm mit. Jetzt kommt die große Überraschung. So, meine Dame. Und jetzt? Augen auf. Ja, das ist der Clou der Reise. Sozusagen der Knalleffekt. Willst du damit sagen, dass wir beide... Ja, erraten, Schatz. Na komm. Wir werden einen wunderschönen, langen und völlig ungestörten Urlaub in diesem Wagen verbringen. Ohne aufdringliche Mitmenschen, ohne unverschämte Ohr. Nur wir zwei. Aha. Was denn? Ist was? Unsere Urlaubsvorstellungen sind ein bisschen verschieden. Ich habe mir gedacht, wir wohnen in einem Hotel. Ja, wir können natürlich auch mal im Hotel übernachten. Aber du wirst sehen, Camper sind lustige Burschen. Die werden dir gefallen. Na, hoffen wir es. Na komm, schau ihn dir an. So, und schön manierlich danke. Essen. Ja, ja. Und kein Papier danke. Liegen lassen. Nein, nein. Bitte sehr. So. Ja, Moment mal. Da bleibt ja ein Päckchen übrig. Jungs, hat jeder von euch ein Päckchen? Ja! Die werden doch nicht zu viel eingepackt haben. Zu viel? Das ist undenkbar. Es fehlt einer. Ja, der Neue. Stimmt. Kann ich sein Päckchen haben? Und wie kann man nur ans Essen denken, wenn einer unserer Kameraden in Not, ja vielleicht sogar in Gefahr schwebt? Wo willst du denn hin? Zum Bodensee. Ja, dann steig ein. So. Dankeschön. Wir fahren nicht zum Bodensee, aber bis Memmingen kannst du mitfahren. Vielen Dank. Wo kommst du denn her? Aus Düsseldorf. Und alles auf diese Tour? Ja, die Ferien über darf ich bei meiner Großmutter bleiben. Aber das Reisegeld fehlt, hm? Nee, dafür kaufe ich meiner Großmutter einen Vogelkäfig. Mit einem Wellensittich. Da hat sie jemand, mit dem sie reden kann, wenn ich wieder weg bin. Das finde ich aber nett, sagt er. Herr Teichmann ist nicht da, Fräulein Schwarz. Ach, wann ist er denn weggefahren? Gestern, in aller Herrgottsfrühe. Gestern früh? Ja. Sagen Sie, Lieschen, war vielleicht der Junge bei ihm, der Heintje? Heintje? Na, den haben Sie doch selber ins Heim gebracht. Ja, aber da ist er ausgerissen. Ausgerissen? Ach, der arme Kerl. Na, das muss ja ein schöner Schock für ihn gewesen sein, das Heim. Mein Gott, ja, aber was sollten wir denn sonst tun? Er konnte doch nicht ewig bei Alfred, ich meine, bei Herrn Teichmann bleiben. Warum nicht? Das war ein Hallodri, aber
Ein schlechter Kerl ist er nicht. Das weiß ich selber. Aber es gibt keine gesetzliche Möglichkeit. Ach, bitte, Lieschen, ich mache mir solche Sorgen um den Jungen. Wenn er hier auftaucht, rufen Sie mich an. Damit Sie ihn wieder ins Heim bringen können, was? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine andere Lösung. Versprechen Sie mir's. Naja, aber ich glaube nicht, dass er hier auftauchen wird. Wiedersehen. Wie alt bist du denn? 15. Ich komme jetzt in die Lehre. In Lindau? Ja, bei Lindau. Mein Onkel ist dort Konditor. So jung und muss schon arbeiten. Naja. So, jetzt musst du leider aussteigen. Hoffentlich kommst du gut weiter. Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schweiz, zum Lager Maggiore. Wir fahren nur bis Konstanz. Aber ein Stück können wir ihn doch mitnehmen. Der arme Junge ist doch auch froh, wenn er weiterkommt. Wir können auch hier sitzen. Los, steig ein, dass wir weiterkommen. Immer musst du nachgeben. Das ist doch keine Erziehung. Ach, lass doch. Komm, setz dich, Kleiner. Na, siehst du. Geht doch ganz bequem. Bist du ein Zigeuner? Ja, und ich kann auch ein schönes Lied singen, das ich von meiner Zigeunergroßmutter gelernt habe. Oh, Ma, so lieb, oh, Ma, so nett, ach, wenn ich dich, meine Oma, nicht hätt, wär's auf der Welt so traurig und leer, denn eine Oma wie dich gibt's nie mehr. Ich hab die beste Oma, die liebste von der Welt. Bei ihr, da darf ich alles, wie mir es grad gefällt. Und schimpft dann meine Mutti, ach du verwöhnst ihn noch. Dann lächelt Oma zärtlich und sagt, ich darf das doch. Oma, so lieb, Oma, meine Oma nicht fett, wär's auf der Welt so traurig und leer. Denn eine Oma wie die gibt's nie mehr. Leider fahren wir nicht über die Grenze. Du musst also hier aussteigen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Mach's gut, mein Junge. Dankeschön. Gute Reise. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Gute, ich muss nicht weiter. Von wegen, es wird nicht kontrolliert. Naja, Sie machen Stichproben. Stichproben. Das machen Sie öfters. Aber Leibesvisitation machen Sie nicht. Haben Sie auch nicht nötig bei deinem Gesicht. Vergisst wohl, dass deine Visage in ihrem Verbrecheralbum klebt. Aber doch nicht hier beim Zoll. Lass sie doch den Wagen durchsuchen. Wir machen einen ganz harmlosen Wochenendausflug.
Die Frage ist nur, ob sie uns das abkaufen werden. Jetzt warten wir erst mal ab. Was ist los? Noch nie ein Auto gesehen, aber was? Da wäre doch noch Platz für einen vierten. Ja, für einen fünften auch. Verdrück dich. Ich will nach Locarno. Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich habe meinen Ausweis verloren und mein Opa wartet dort auf mich. Tja, wenn du keine Papiere hast. Sie könnten doch meine Tante sein. Ist sie aber nicht. Nun komm, schwirr ab in die Büsche, aber ein bisschen fix, ja? Wo hast du das Päckchen? Wo habe ich das Päckchen? Unter meinem Sitz habe ich das Päckchen. Am besten wird es sein, ich gehe mit dem Ding über den Bach. Und drüben treffen wir uns wieder. Zu riskant. Ich möchte bloß wissen, warum ihr so ein Theater mit dem Bleiklumpen macht. Blei könnt ihr doch mitnehmen über jede Grenze, so viel wie ihr wollt. Ja, ja, kann man mitnehmen, ja. Ich weiß, was wir machen. Kann man mit. Komm mal her, Kleiner. Ich? Ja. Vielleicht können wir dir doch helfen. Ja? Hugo, du könntest ihm doch den Weg über den Bach zeigen. Was geht mich der Junge an? Wieso? Ich kann Ilse ganz gut verstehen. Warum soll man so einem netten kleinen Kerlchen nicht mal aus der Patsche helfen, oder? Der Onkel kennt hier einen Weg durch den Wald. Da kann man ganz leicht rüber und auf der anderen Seite warten wir dann auf dich. Und dann kann ich mitfahren bis Locarno. Natürlich. Wir wollen ja auch nach Locarno. Wieso? Komm, steig ein. Danke. Gib her. Aber nicht doch da hinten. Darf sich nach vorne setzen, komm. Danke. Hier. So. Hier hast du ja viel mehr von der Landschaft, Kerlchen. Sag mal, wie heißt du denn, mein Kleiner? Ich? Johannes. Ach, Johannes. Weiter nichts? Vogelsang. Ach, Johannes Vogelsang. Wie schön. Kannst du auch singen wie ein Vogel? Soll ich mal? Ach, das noch. Lassen doch. Manchmal schau ich dich an und dann denke ich daran, dass ein Tag kommt, an dem ich von dir gehe. Jetzt steigen wir aus. Nun zeigt dir hier der nette Onkel den Weg über die Grenze. Ja, pass auf, die Grenze ist nämlich dein Bach. Und wenn du da drüber springst, husch, schon bist du in der Schweiz. Hm? Und wenn dich ein Grenzer dabei erwischt, sagst du einfach, du hättest dich beim Indianerspielen verlaufen. Na klar. Und dann versuchst du es nochmal. Und wo treffen wir uns drüben? Tja. Tja, hinter dem Bach ist ein Wald und da geht's einen Berg rauf. Oben ist eine kleine Kapelle, da geht auch die Straße vorbei. Und da wartest du auf uns, hm? Und sie holen mich bestimmt ab? Natürlich, darauf kann ich nicht verlassen. Also gut, tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Geh ich schon vor, ich komme gleich nach. Behalt ihn gut im Auge, bis er drüben ist, klar? Okay. Danach gehst du allein über die Grenze, wir treffen uns dann in Luzern. Wie immer. Ja, ja. Wie immer. Abfahrt. Na komm schon. Siehst du den Wald da? Ja. Gut. Davor ist ein Bach, da ist die Grenze, da musst du rüber. Mhm. Dann den Berg rauf, da oben ist die Kapelle, da treffen wir uns. Los, zieh lieber die Jacke an. Das Rot fällt zu sehr auf. Prima. Soll ich kriechen? Quatsch, die Luft ist rein. Nur schön die Haxen. Ciao. Thank you.
machen Sie denn da? Ich? Oh, ja, ich beobachte das Wild, wissen Sie, die kleinen Hasen. Und den Jungen, der da eben die Grenze überschritten hat. Wieso jung? Ach so, ja, kann schon sein. Was die Bengels heutzutage alles anstellen, da waren wir doch ganz anders. Haben Sie dem Jungen über die Grenze geholfen? Ich? Aber Herr Inspektor, sehe ich so aus? Ich kenne doch den Jungen gar nicht. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Ja, natürlich. Das heißt... Ach ja, hier. Bitte. Wie heißen Sie? Breuer, Herr Kommissar. Hm. Ah, hier steht aber Neubert. So? Ach ja, richtig, das... Das war nur ein kleiner Scherz, Herr Kommissar. Ich wollte mal sehen, ob Sie es merken. Na, dann kommen Sie mal mit zum Kommissariat. Da können Sie uns noch ein paar Scherze erzählen. Aber Herr Oberinspektor, jetzt... Kommen Sie. Jetzt trauen Sie mir schon wieder nicht. Ach, ein Theater, kindisches hier. Schon sehe. Stichproben, schöne Stichproben. Wer setzt mir den Wagen wieder zusammen? Harry, lass die Herren. Das Kommen gehört zu Ihrem Beruf. Stichproben. Möchte wissen, warum Sie gerade bei mir Ihre dämlichen Stichproben machen. Können Sie mir vielleicht sagen, wie lange der Zirkus hier noch dauert? Bis wir fertig sind. Aha. Jetzt stehen wir schon 2 Stunden hier. Hauptsache Hugo hat gespurt. Wer nimmt nur so einem Jungen das Fahrrad weg? Sowas hätte es früher nicht gegeben. Schlechte Menschen hat es immer gegeben. Aber dass seine Freunde einfach weiterradeln und zu dem Jungen sagen, sieh zu, dass du zu Fuß hinterherkommst, das ist schon ein starkes Stück. Das war wohl eine große Enttäuschung, Hugo, dass kein Geld im Safe war. Na eben, nur dreckiges Blei. Das kann doch nicht strafbar sein. Du willst uns doch nicht vormachen, dass du nicht weißt, was in dem Blei drin ist. Ja, was soll denn da drin sein? Hugo, in dem Blei steckt eine Ladung Kobalt. Na und? Hochgradig radioaktiv. Ist sowas teuer? Wo ist das Zeug jetzt? Weiß ich's. Ich hab's nicht, sonst hätten sie es ja gefunden. Ich will es dir sagen. Der Junge hat's über die Grenze gebracht. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Wie heißt er? Jetzt fragen Sie mich wirklich zu viel. Der Junge war uns gerade erst zugelaufen. Hier schläft doch schon alles. Wenn ich mir schon den Hals breche in diesem Zigeunerlager, dann werde ich doch wohl wenigstens den Mund aufmachen dürfen. Na, den machst du viel zu oft auf. Na, reizen. Das geht ja gut los mit uns beiden. Hätte ich mich bloß nicht darauf eingelassen. Hör auf, ich bin müde. Das habe ich mir ja so vorgestellt bei deinen lustigen Campern. Mach mir mal bitte den Reißverschluss auf. Hm. Ach, der Junge, hier muss ich morgen früh gleich eine Karte schreiben. Du denkst überhaupt nur noch an den Jungen. Ach. Ja, was ist denn? Ich muss noch mal zum Wagen. Ich habe meine Tasche vergessen. Die Postkarte kannst du dir sparen. Wieso denn? Welche Postkarte? Sieh mal, wer hier steht. Heintje! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Ich warte. Wieso wartest du schon wieder? Ich bin schon seit einer Stunde hier. Du bist doch nicht etwa ausgerissen. Na, was denn sonst? Himmel, Arsch uns wehren. Na los, komm schon rein. Ich habe hier nicht gewusst, dass ich dich störe, Alfred. Ach was, du kannst im Auto schlafen. Das kann er wirklich. Hier, nimm die Decke. Mensch, wie bist du bloß hierher gekommen? Das Jugendamt wird doch bestimmt die Polizei alarmiert haben. Na bestimmt. Und du machst dich strafbar, wenn du nicht meldest, Liebling. Ja, natürlich melde ich ihn, und zwar sofort. Das heißt, morgen früh. Reicht ja auch noch. Komm. Sei mir bitte nicht böse. An den Urlaub werde ich denken, bis ich Oma bin. Hanna! Tag! Ja! Ich wollte dir nur sagen, dass der Junge bei mir ist. Meinst du Heintje? Na, wie denn sonst? Ist noch einer ausgerissen?
Von wo sprichst du? Wo bist du denn? Am Lago Maggiore. Das ist ja ungeheuerlich. Du hast dem Jungen zur Flucht verholfen. Na, Moment mal, wie kommst du denn darauf? Das ist doch ganz klar. Du warst doch immer dagegen, dass er ins Heim kommt. Ja, hatte ich etwa nicht recht? Alfred, du bringst den Jungen sofort zurück. Ich? Du hast von der Meise. Ich habe Urlaub. Geben Sie mal her. Einen Moment mal, Herr... Teichmann. Herr Teichmann, ich höre da gerade eben, dass Sie den Heinz Gruber mitgenommen haben. Moment mal. Wer sind Sie denn? Ich spreche mit dem Jugendamt. Ja, ganz recht. Ich bin der Leiter des Jugendamtes. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich strafbar gemacht haben. Und ich fordere Sie auf, den Jungen sofort zur deutschen Grenze zurückzubringen und der Grenzpolizei zu übergeben. Ich werde dafür sorgen, dass er dort abgeholt wird. Alle weiteren Schritte gegen Sie behalte ich mir vor. Ich höre wohl nicht recht. Ich soll meinen Urlaub unterbrechen, weil Sie nicht aufpassen können? Tut mir leid, dass ich überhaupt angerufen habe. Wenn Sie meiner Aufforderung nicht nachkommen, Herr Teichmann. Was ist dann? Jetzt wird spannend. Dann... Alfred, du scheinst gar nicht zu wissen, was du angestellt hast. Das kann man als Kindesentführung auslegen. Das ist ein Fall für den Staatsanwalt. Man wird dich mit der Polizei suchen. Ich will dir mal was sagen. Ich habe angerufen, damit ihr wisst, dass dem Jungen nichts passiert ist. Aber das war blöd von mir. Mit Behörden soll man nicht reden wie mit normalen Menschen. Herr Teichmann, die Sache wird schlecht für Sie ausgehen. Jetzt nehme ich den Jungen erstmal mit auf Urlaub. Er hat ja sowieso Ferien. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Vielleicht finden Sie ihn, Sie bürokratischer Korrentenkacker, Sie. Herr Teichmann, hallo. Aufgelegt. Sagen Sie mal, Fräulein Schwarz, seit wann duzen Sie die Leute eigentlich im Parteienverkehr? Ach, das waren alte Bekannte. Merkwürdigen Umgang haben Sie. Wirklich merkwürdig. Korrentenkacker. Sag mal, liegt dir eigentlich sehr viel an Saint-Tropez? Ich meine mit dem Jungen, der hat doch eigentlich nichts davon. Und außerdem hat er ja keinen Pass. Heißt das, dass er bei uns bleibt? Ja, wo soll er hin? Willst du damit sagen, das Jugendamt hat dir erlaubt, ihn mitzunehmen? Genau das. Man könnte doch hier so ein bisschen ins Gebirge. Mehr ländlich, weißt du? Du, ich rede mit dir. Ja? Kommt noch mehr? Nee, im Moment nicht. Na, dann mache ich dir einen Vorschlag. Du setzt mich bei der nächsten Taxe ab. Ich kann nämlich auch mit dem Zug nach Saint-Tropez fahren. Aber Gerd, ich verstehe dich gar nicht. Die Schweiz ist doch sehr schön. Gerade die kleinen Orte im Gebirge. Es handelt sich nicht um die Schweiz. Es handelt sich um Heintje. Ach, du bist ein richtiger Spielverderber. Das kommt aufs Spiel an. Vater und Mutter spielen, dazu habe ich noch keine Lust. Und schon gar nicht bei fremden Kindern. Halt mal an. Da stehen Taxen. Schade um dich, Alfred. Du bist eigentlich ein netter Kerl, aber irgendwie hast du einen Knall. Oh, Vogelbauer, Vogelbauer, Vogelklang, Vogelsang, hier. Das ist eine ganze Latte von Vogelsängern, Via Tartini, Wie kommst du eigentlich darauf, dass der Großvater von dem Jungen auch Vogelsang heißt? Wieso? Er kann ja der Vater von der Mutter sein. Es macht die Sache nicht noch komplizierter, als sie sowieso schon ist. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als die ganzen kleinen Nester um den See herum abzusuchen. Ja, vielen Dank. Ja. Schöne Aussichten. Bleib hier. Wo bleibt die Milch? Ja, gleich. Na komm schon. Ja. Ja, danke. Viel ist es aber nicht, wa? Dafür haben wir für 14 Tage Spaghetti. So. Wo kommen die denn alle her? Ja. Kommt ja kein Wasser raus. Du musst richtig drauf treten. Funktioniert aber nicht. Na komm, lass mich mal ran. Das muss verstopft sein. Ha ha ha.
Funktioniert wieder. Du lach nicht so blöd. Hau dich hin. Mensch, was hast du da für Mist gebaut? Na, komm her. Na, komm, komm. Ja, ich habe. Ja. Du musst das Brett hier richtig einschieben. Dann kann gar nichts passieren. Na, ob das hält? Na klar. So, und jetzt ab in die Falle. Gute Nacht, Kumpel. Gute Nacht, Kumpel. Mist. Immer richtig zusammenschieben. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe Sie hier gebeten, Fräulein Schwarz, wegen der Vermisstenanzeige, die das Jugendamt aufgegeben hat. Ja, bringen Sie mal den flotten Hugo rüber. Haben Sie ein Bild von Ihrem Schützling? Ja. Danke. Hier bitte. Wir haben nämlich eine Spur. Ich möchte fast sagen, leider. Wieso leider? Später, Fräulein Schwarz. Was ist denn nun schon wieder? Ist das der Junge? Ich möchte sagen, den Bengel wie aus dem Gesicht geschnitten. Wenn Sie mich fragen, das ist er. Gut, Hugo. Kannst wieder gehen. Hm. Bei diesem Mann eben handelt es sich um einen alten Bekannten von uns. Gewohnheitsverbrecher. Er hat mit seinen Freunden radioaktives Kobalt gestohlen, wie man es in Krankenhäusern verwendet. Und es sieht ganz so aus, als ob sie Heinz Gruber dazu benutzten, dieses Kobalt über die Schweizer Grenze zu schmuggeln. Kobalt? Das ist doch gefährlich. Lebensgefährlich. Vor allem in der Hand eines Kindes. Und es ist anzunehmen, dass Heinz Gruber den Stoff noch bei sich hat. Mein Gott. Kobalt wird in einem Bleimantel aufbewahrt, wegen seiner starken Strahlung. Wenn der Junge den Bleimantel öffnet und den so harmlos aussehenden Inhalt in die Hand nehmen würde, wäre diese Hand unrettbar verloren. Wahrscheinlich sogar das Leben des Kindes. Das ist ja entsetzlich. Wenn er aber den Kobaltbehälter wegwirft, dann wären die Finder gefährdet. Kurz, die Folgen sind nicht auszudenken. Ja, dann tun Sie doch was. Schalten Sie Radio und Fernsehen ein. Alarmieren Sie die Zeitungen. Das wäre genau das Falsche. Erstens, wir würden die Bevölkerung in Panik versetzen und dadurch sämtliche Spuren verwischen. Zweitens, wir können unliebsame Interessenten anlocken. Das Teufelszeug ist wertvoll, wissen Sie. Wir können nur sehr behutsam vorgehen. Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Ich jedenfalls weiß, was ich machen werde. Ich bin ja auch für die Alarmierung der Öffentlichkeit. Hoffentlich macht der Junge keinen Unsinn mit dem Zeug. Die Biester beißen heute nicht an. Was hast du denn da? Keine Ahnung. Es war mein Reisebeutel. Na und? Mir gehört es nicht. Und ich kenn's auch nicht. Wie kann denn das da reingekommen sein? Weiß ich nicht. Ich hab's jedenfalls nicht eingepackt. Mensch, das ist ja Blei. Ist da was drin? Nö, ist rundherum zu. Mensch, da ist doch was drin. Hör mal. Das muss mir jemand reingesteckt haben. Moment mal, jetzt wird's spannend. Wo hast du in diesem amerikanischen Wagen gesessen? Vorne, beim Fahrer. Und der Sack, wo war der? Den hat die Dame nach hinten genommen. Sauber. Die hat dir das reingelegt, damit du es über die Grenze schleppst. Meinst du, das war ein Schmuggler? Sieht ganz so aus. Das bringen wir zur Polizei. Da kann ich auch gleich auf die Bank gehen und mir Geld holen. Mhm. Hier sind wir doch falsch. Ja, klar. Wir hätten bei der letzten Kreuzung links abbiegen müssen. Na, müssen wir zurück. Mhm. Halt, da vorne kannst du wenden. Weißt du, ist ein bisschen eng, ne? Keine Sorge, ich weise dich schon ein. Es ist frei. Komm, weiter. Komm. Halt. So, jetzt zurück. Zurück. Weiter. Komm, weiter. Weiter. Noch weiter? Ja, noch weiter. Noch weiter. Nein, nicht weiter. Halt. Stopp. Warum hast du denn nicht gehalten? Ja, aber du hast doch immer gesagt, weiter. Nein, ich habe gesagt, nicht weiter. Junge, Junge. Deinetwegen werde ich mir noch Schleudersitze einbauen lassen, du. Los, steig ein.
Guten Tag. Tag. Grüß Sie. Sie wünschen? Ich habe etwas abzugeben. Aha. Eine Fundsache? Na, das glaube ich nicht. Was ist es denn, wenn Sie es nicht gefunden haben? Das ist eine längere Geschichte. Ich glaube, da müssen Sie ein Protokoll aufnehmen. Da werde ich mal sehen, ob ich ein so langes Papier habe. Bitte? Sie heißen? Teichmann, mit EI. Das müssen Sie schon mir überlassen. Vorname? Alfred. Alfred? Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Teichmann Alfred. Mhm. Dann ist das der Heinz Gruber. Ja, woher wissen Sie? Amtsgeheimnis. Kommen Sie herein. Was? Ja, kommen Sie nur. Setzen Sie sich beide auf die Bank hier. Wieso? Nehmen Sie Platz. Danke. Sie werden nämlich gesucht. Wir? Warum denn? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt gleich herausstellen. Ich werde jetzt meinen Chef verständigen. Es handelt sich doch sicherlich um ein Missverständnis. Das müssen Sie schon mir überlassen. Sie bleiben hier sitzen und rühren sich nicht von der Stelle, bis ich wieder zurückgekommen bin. Verstanden? Ich protestiere. Das wird Ihnen wenig nützen. Meinst du, wir werden jetzt eingesperrt? Moment mal. Du, das warten wir lieber nicht ab. Komm. Los, komm. Suchen die dich meinetwegen? Na, ist doch klar. Diese Hanna Schwarz vom Jugendamt hat die Polizei auf uns gehetzt. Die wollen uns nach Deutschland zurückholen. Wirst du dann bestraft? Na, wenn schon. Erstmal müssen sie uns haben. Es ist vielleicht doch besser, wenn ich ins Heim zurückgehe. Bist du verrückt? Jetzt genießen wir erstmal die Freiheit, du und ich. Sollen sie uns suchen? Die finden uns nicht, nun gerade nicht. Pass mal auf, wie lustig das wird, wenn wir mit den Räubern Gendarmen spielen, du. Du bist ein dufter Kumpel, Alfred. Ja, das hat meine Mutter auch immer gesagt. Ich geb's auf. Warum? Man darf nie aufgeben. Hm? Was darf's denn sein? Kennen Sie hier jemanden, der Vogelsang heißt? Vogelsang? Nein, ich bin nicht von hier. Ich helfe nur aus in der Saison. Na, denn zwei Bier. Aber warum fragen Sie denn nicht bei der Polizei? Sehr gute Idee. Fabelhaft, danke. Will ich mir merken. Bringen Sie eine Zeitung von heute. Sofort. Na ja, aber was machen wir mit dem Wohnwagen und dem Auto? Die beiden Blechesel stellen wir für eine Weile kalt. Aha. Und wo wohnen wir? Ganz erstklassig. In einem Bootshaus am See. Toll. Wie kommst du denn darauf? Na, das gehört einem Freund von mir, der sich jetzt in Schweden rumtreibt. Da können wir bleiben, solange wir Lust haben. Warum nimmst du das Blei mit? Schmeiß es doch weg. Nee. Irgendwas muss es ja zu bedeuten haben. Ich komme schon noch drauf. Mhm. Außerdem brauche ich es als Beweis, dass andere Leute dich über die Grenze geschmuggelt haben und nicht ich. So, pack dein Zeug auch ein. Hier? Ja, ich mach mal schon. Schön. Danke. Bitte. Na gut. Ich sage dir, Hugo ist mit dem Zeug getürmt. Ein Typ wie Hugo türmt nicht. Als Mensch zu dämlich, als Schwein zu kleine Ohren. Macht mich ganz nervös, dass sie nichts über den Einbruch schreibt. Mensch, das ist er doch. Wer? Hugo? Nein, der Bengel. Tja, das Gesicht ist es. Aber der heißt doch Heintje Gruber. Dringend gesucht werden der 12-jährige Heintje Gruber sowie der aus Deutschland stammende Alfred Teichmann, 39. Es ist zu vermuten, dass sich Teichmann und Heintje Gruber im Gebiet des östlichen Lago Maggiore aufhalten. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung ausgesetzt. So ein kleines Missstück. Ach, lass mal. Jetzt haben wir wenigstens eine heiße Spur. Katja, ich bin's. Ja? Du fummelst ja schon wieder an dem Blei herum. Simon, hier ist ein Schlitz. Wenn man da mit dem Messer... Ich hab dir doch gesagt, du sollst das Ding nicht anfassen. Na los, gib schon her. Ach. Na los, gib her. So.
Wo tust du das denn hin? Na, irgendwo hin, wo du es nicht findest. Na, war was los? Nichts. Weißt du, die in den Heim, die waren gar nicht böse, aber... Aber? Du machst doch nicht immer solche Pausen. Ich meine, wenn man einen Freund hat, will man doch bei seinem Freund bleiben. Mille grazie, amigo. Was heißt denn das? Tausend Dank, mein Freund. Du, Alfred! Ja, was noch? Solche Ferien habe ich noch nie gehabt. Stimmt. Ich auch nicht. Meine Mäuse werden nämlich langsam knapp. Und zur Bank kann ich nicht gehen, da wäre unser schönes Räubern-Gendarmspiel gleich aus. Du hast kein Geld mehr? Das finde ich prima. Da müssen wir uns ja was einfallen lassen. Schon geschehen. Ich gehe zu einem alten Kunden, der hier in der Nähe wohnt, und den pumpe ich an und fertig ist die Laube. Schade. Ich dachte, wir wären Räuber. Der Mond. Da oben in dem Haus, da wohnt mein Bekannter. Du gehst so lange hier rein und bestellst dir ein Eis, ne? Ich denke, du hast kein Geld mehr. Oh, dafür reizt gerade noch. Ciao. Ciao. Ich hole dich dann ab. Das darf sein. Ein Eis. Mille grazie. Grazie. Thank you very much, please. Merci beaucoup, madame. Nimm hier, bitte. Dankeschön. Thank you, miss. Grazie, tante. Mille grazie. Ecco. Buongiorno. Na ja, voll tanken. Super. Sì, signor. Aber scheiden,
Die Stimme kenne ich doch. Ja. Da oben in dem Lokal. Heute noch glaub ich daran. Du, das ist der Junge, der bei uns im Auto gesungen hat. Ja, tatsächlich, du hast recht. Komm mit. Mach nochmal alles schön voll, wir kommen gleich wieder. In deine Augen seh. Scheiden tut's so weh. Einmal sag ich ade. Wem wird das? Wird schon bald vergehen. Dann von dir geh. Aber scheiden, scheiden tut's so weh. Danke schön. Danke, ja. Das ist doch der. Ja, der Teichmann. Na? Hast du Geld aufgetrieben? Nee, da kann er zu Hause. Aber ich hab was. Hier! Was denn das her? Ich hab hier gesungen. Bist du verrückt, hier mit dem Teller rumzugehen wie ein Landstreicher? Wieso? Das ist doch ehrlich verdientes Geld. Ach, Quatsch. Und den Leuten hat mein Lied gefallen. Heinchen, wir dürfen doch hier nicht so viel Aufsehen erregen. Das weißt du doch. Na ja. Also gut, komm, wir gehen. Aber das Geld nehmen wir doch mit. Nein. Hier. Und das nicht vergessen. Komm. Oh, was sehr schön, Lied von Junge. Grandissimo. Per favore. Kommen Sie abends wieder und singen Sie. Bitte schön. Wir wollten doch alles tun, was uns Spaß macht. Na und? Hier singen, das macht mir Spaß. Ja, großer Spaß. Bitte schön. Nein, hören Sie das. Na gut, okay. Dankeschön. Oh, ich koche Ihre Lieblingsspeise. Was wünschen Sie? Spaghetti. Nein! Pardon, alles. Kochen Sie alles. Bloß keine Spaghetti. Komm. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir deutsche Farniente. Was heißt denn das? Wir sind stinkfaul. Du, Alfred, hast du mich auch so gerne wie ich dich? Ich weiß ja nicht, wie gerne du mich hast. Und wenn du jetzt nicht schläfst, dann... Ja, dann knallst du mir eine. Erraten, mein Schatz.
Na, Heinz, habe ich dich endlich erwischt. Alfred! Lass doch, Alfred! Tu dir doch nichts, sei doch vernünftig. Alfred! Doch. Hanna, lass sie los! Lauf, Heinz, lauf! Alfred, so warte doch! Lauf hier runter, ruder zurück zum Bootshaus. Ich werde mir die Tante mal vorknöpfen. Du musst sie ausschalten. Ja, mach ich, los, lauf! Keine Angst, ich tu dir nichts. Gott sei Dank, Alfred. Warum bist du denn weggelaufen? Ihr seid in Gefahr. Natürlich, aber der sehe ich gefasst ins Auge. Wo ist Heintje? Wo ist das Kobalt? Wieso? Was für ein Kobalt? Dass der Junge den Bleimantel über die Grenze geschleppt hat. Sieh mal an, das habe ich doch fast geahnt. Wieso wisst ihr überhaupt davon? Die Polizei ist tüchtiger, als du glaubst. Hast du es weggeworfen? Ich bin doch nicht blöd. Kobalt ist ein Wertgegenstand. Gegen den Bleiklumpen wollte ich bei euch den Jungen eintauschen. Ach, lass den Unsinn. Hast du den Bleimantel geöffnet? Nein. Gott sei Dank. Ich habe das Zeug gut versteckt. Sag mal, heulst du? Du Esel, wenn du wüsstest, was ich mir für Sorgen um euch gemacht habe. Ihr wart in Lebensgefahr. Mädchen, du hast ja ein Herz. Aber natürlich habe ich eins. Wie siehst du überhaupt aus? Du bist ja ganz verändert. Du hast ja ganz andere Haare. Das bemerkst du erst jetzt? Du hast ja sogar Make-up. Bloß die Wimperntusche ist ein bisschen verschmiert. Komm, lass das bitte. Ich will zuerst zu dem Jungen. Na, Moment. Auf eine halbe Stunde mehr oder weniger kommt es ja nun auch nicht mehr an, ne? Ach, Alfred. Alfred! Alfred, woher hast du deine Taschenlampe? Alfred, warum sagst du nichts? Es ist nicht Alfred, Kleiner. Wir sind's, deine Freunde von der Grenze. Was? Was wollen sie denn? Aber du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen bloß das Päckchen. Na, du weißt schon welches. Meinen Sie das Blei? Na klar. Was denn sonst? Wo hast es? Nun rück schon raus. Ich weiß nicht, wo Alfred es gelassen hat. Vielleicht hat er es weggeworfen. Hör mal zu, Kleiner. Dein Alfred scheint ein ganz heller Kopf zu sein, hm? Er hat das Päckchen bestimmt nicht weggeworfen. Doch, weil ich dran rumgemurkst habe. Na, da wollen wir mal suchen, ob er es nicht irgendwo versteckt hat. Los, Harry. Also nun sei mal vernünftig. Du brauchst uns ja heute noch gar nicht gefunden zu haben, stimmt's? Das schon, Alfred, aber... In ein paar Tagen sind die Ferien zu Ende. Die sollte man dem Jungen doch noch gönnen. Ja, nur... Weißt du, wir warten einfach seinen letzten Ferientag ab und dann findest du ihn. Vorher gehen wir natürlich das Kobalt ab. Es wäre allerdings für mich viel wirkungsvoller gewesen, wenn ich mich freiwillig mit dem Jungen gestellt hätte, aber dann schmeißen sie dich beim Jugendamt vielleicht raus. Hm. Naja, gut. Aber nur, wenn ich bei euch bleiben darf. Mädchen, wo bleibt denn dein Pflichtgefühl? Ja, mit dir kann man ja immer noch Pferde stehlen. Das tue ich aber nur, damit ihr mich nicht wieder entwischt. Hm? Natürlich. Ich habe dich ganz richtig verstanden. Ihr wohnt hier in dem Bootshaus? Ja, es gehört einem Freund von mir. Du, aber das eine sage ich dir. Der Junge bleibt nicht im Heim. Den adoptiere ich. Du glaubst doch nicht, dass das Jugendamt dir ein Kind überlässt. Du bist doch kein Ehepaar. Nee. Aber ein anständiger Mensch. Genügt das nicht? Nein, das genügt nicht. Heike! Heike! Heike, komm raus! Hab keine Angst! Sie spielt mit! Heike! Heike! Der ist weg. Da hast du's. Deine Finger ist ausgerissen. Aber nicht doch, Herr Teichmann. Heintje ist bei uns. Was heißt bei Ihnen? Wer sind Sie? Nur Ruhe, nur Ruhe. Immer schön Gentleman bleiben. Sie können das Kerlchen ja zurückhaben. Aber im Tauschverfahren. Sie geben uns das Päckchen mit dem Blei und wir bringen Ihnen dann den Jungen zurück. Hm? Mann, wir gehen doch nicht mehr in den Kindergarten. Zug um Zug. Oder gar nicht. Sie bringen den Jungen und wir das Blei. Aber Hannchen, hör doch mal! Misch dich nicht ein! Was weißt du, was die mit uns vorhaben? Die ballern uns hier ans vorn Latz und werfen uns in den See, sobald sie das Päckchen haben. Ach, welch unfrommer Gedanke. Gnädigste, sollten uns nicht mit ihresgleichen verwechseln. Wir sind ja keine Kidnapper. Schluss jetzt! Ich schlage vor, wir erledigen unsere Geschäfte bei Tageslicht. Aber Hanna, Heintje kann ja inzwischen... Keine Sorge. Die passen schon gut auf den Jungen auf. Die wissen, warum.
Na ja, also dann... Moment, junger Mann. Ich bin noch nicht fertig. Wenn Sie aus dem Nest hier rausfahren, kommt nach ein paar Kilometern eine große Kurve auf einer Brücke. Da machen wir den Austausch. Und zwar um Punkt 5 Uhr. Da ist es schon hell, aber wir haben noch keine Zeugen. Die Übergabe erfolgt auf offener Straße. Kapiert? Hm, natürlich. Es war ja übersichtlich wie ein Sommerfahrplan von der Bundesbahn. Und fast genauso charmant. Hanna, was soll denn das heißen? Der Junge könnte doch schon längst wieder bei uns sein, wenn wir dem Kerl das Kobalt gegeben hätten. Alfred, so dumm kannst du doch nicht sein. Wenn wir das Kobalt aus der Hand geben, sehen wir den Jungen nie mehr wieder. Die bringen ihn doch um. Ja, Hanna, du hast recht. Es ist überhaupt toll, wie du mit dem Kerl geredet hast. Wo hast du die Ausdrücke her? Ich kenne dich doch gar nicht so. Die Rüben, die ich vom Amt aus betreue, bei denen habe ich Sprachunterricht genommen. Da sind sie. Jetzt kommt's drauf an, dass du funktionierst. Ja, Chefin. Aber in die Fresse hauen möchte ich den Gentleman doch. Immer schön unten bleiben. Ganz brav. Da vorn muss jetzt die Kurve kommen. Ja. Sie sind hinter uns. Lass sie vorbei. Jetzt überhol sie. Und da bist du ja, Heintje. Ja, war das nötig, dass Sie dem Jungen das Maul verkleben? Wir sind vorsichtig, Leute. Also her mit dem Zeug. Erst den Jungen raus. Zuerst das Päckchen. Es könnte ja was anders drin sein. Na gut, das verstehe ich. So, na dann mal zurücktreten von der Bahnsteigkante. Der Zug fährt ab. Was soll das heißen? Der Junge macht mit uns eine kleine Reise bis zur Grenze. Wenn wir gut rüberkommen, in Ordnung, lassen wir ihn frei. Also lassen Sie gefälligst die Polizei aus dem Spiel, wenn Sie das Kerlchen gesund wiedersehen wollen. So, jetzt kann es nichts mehr passieren. Na, wie war ich? Fabelhaft, was? Polizei ist einige Menschen. Was wollen die denn hier? Warte mal! Hände hoch! So, los, aussteigen! Sie sind verhaftet. Keinen Widerstand! Vorwärts! Raus! Heintje! Ist alles okay? Guten Morgen, Fräulein Schwarz. Ich danke für den Anruf. Bitte. Die wollten uns reinlegen. Ja, richtig. Aber wir haben Sie reingelegt. Ja! Ich wollte dich fragen, das heißt, Heintje lässt fragen, ob du nicht lieber in unserem Wagen mitfahren willst. Hm? Ja, uns fehlt so das weibliche Element. Hm? Und außerdem fährst du uns zu schnell. Und was mache ich mit meinem Wagen? Ach, den stellen wir irgendwo unter und den lasse ich dir mal von Rudi abholen. Ja, wenn ich Heintje damit einen Gefallen tue? Na komm, komm! Ja! Na, Hanchen, wie geht's denn nun weiter? Denn Heintje muss ja nun wieder ins Heim. Ich sing ein Lied. Ach, Heintje, nun sei doch mal still. Du, wie lange dauert es, bis wir heiraten können? 2 Wochen. Warum? Ich habe ihm doch versprochen, ihn zu adoptieren. Das heißt, du willst mich nur wegen Heintje heiraten? Na, ist dein Kind kein Grund zum Heiraten? Dass du mal um mich anhalten würdest. Ja, jetzt hast du die Chance. Greif zu. So, Heintje, jetzt kannst du singen. Ich sing ein Lied für dich, ein kleines Lied für dich. Sing es froh in
bitte. Da rufe ich extra am Heim an, damit sie dir für die Hochzeit deiner Tante freigeben und du kommst, wenn alles vorbei ist. Das ist wieder mal typisch für dich. Wo warst du denn? Herzlichen Glückwunsch, Tante Moni. Dankeschön, Heintchen. Danke, mein Junge. Hast du den Bus verpasst? Nein, der Herr Direktor hat mich im Auto mitgenommen. Ah, da siehst du wie die Spuren, wenn ich telefoniere. Also gib Tante Moni deine Blumen und komm. Dankeschön, Heintchen. Nun komm schon. Das kann ich leider nicht, Herr Schelle. Was? Das kannst du nicht? Wieso denn nicht? Ich habe nämlich noch eine andere Hochzeit. Auf Wiedersehen, Tante Moni. Ich besuche dich mal. Mutter unterm Dach ist eine Sorge gebaut. Schau, 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 ja, schau. Dort hat der Dumpfer ein Pärchen getraut. Traut, 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 ja, traut. Da sieht und wie glücklich die beiden sind. Sie fliegen hin und her, sie fliegen hin und her. Ach, Mutter, ach, wer.